Er heißt Dismas und ist in das Verzeichnis der Heiligen unserer Kirche aufgenommen worden. Dieser Verbrecher auf der rechten Seite, dieser mitgekreuzigte Verbrecher, von dem wir im Evangelium hörten, der heilige Dismas. Liebe Schwestern und Brüder, was uns der Evangelist Lukas in dieser Szene der Kreuzigung hier sozusagen in einer Nebenbemerkung, in dieser schauervollsten Stunde der Menschheitsgeschichte, da Gott in Jesus Christus selber sterben will für die, die er liebt, um ihnen Leben zu schenken. Was der Evangelist Lukas uns in dieser kleinen Szene eingefangen hat und was nur er uns berichtet in seiner Aufmerksamkeit für das scheinbar Nebensächliche, das hilft uns heute verstehen, wie und wenn wir Christkönig feiern. Hier auf dem Hügel von Golgotha, wo die Römer Hunderte gekreuzigt haben, wo einer hängt am Kreuz als Aas für die Vögel, wie die alten Quellen sagen. Überraschenderweise nur einige Stunden bei Jesus, ansonsten Tage, Wochen, manchmal eine Woche, bis der Delinquent überhaupt sterben kann. Ist er schon halb aufgefressen. An diesem schauervollen Ort spricht einer, der selber am Kreuz hängt, davon, dass Jesus, der neben ihm hängt, ein König ist. Wie kann er nur? Da ist nichts zu sehen von Königtum. Kein Palast, keine feine Kleidung. Selbst die Dornenkrone ist abgelegt bei der Kreuzigung. Aber ein Titel, sagt es am Kreuz. Ein Spotttitel. Eine Ironie der Geschichte. Das ist der König der Juden. Guckt ihn euch an. Und er zieht allen Spott auf sich. Wir hören das im Evangelium. Ja, dann mach mal an jetzt hier. Zeig mal, wer du bist. Du bist doch der Messias, oder? Du bist der König. Ja, dann benimm dich gefälligst mal wie ein König. Liebe Schwestern und Brüder, das sind nicht nur Spottverse. Das sind unsere eigenen Sätze. So reden wir mit Gott auch. Ja, jetzt mach doch mal gefälligst. Was ist denn los? Du bist doch Gott. Wir wollen das sehen. Wir wollen erfahren, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Wir wollen wissen, dass du Gott bist. Jetzt greif mal durch. Warum all dieses Grauenvolle um uns herum? Warum muss ich das aushalten? Oder? Reden wir nicht genauso? Denken wir nicht genauso? Manchmal sind wir ja so katholisch, dass wir es nicht so auszusprechen wagen, aber so innen drin arbeitet das ganz schön. Dann beten wir sozusagen heimlich. Es sind unsere Sätze. In dieser Szene fängt uns der Evangelist Lukas alles Wesentliche ein. Gott selber kniet sich hinein in diese Welt und nimmt den Tod auf sich in Christus. Aber das ist eben nicht das Ende. Das ist das Großartige dieses Verbrechers auf der rechten Seite. Eine alte Brevierlesung an seinem Fest. Übrigens hat man das am 25., ist natürlich lange gestrichen, aber man hat es am 25. März gefeiert. Auch das eine ganz tiefe, eine tiefe Weisheit des kirchlichen Kalenders. Weil sich gerade am 25. März, dem Fest der Verkündigung des Herrn, von dem viele sagen, es sei ein alter Ostertermin. Wir merken das immer noch, wenn wir den Angelus beten in diesem alten Gebet, wo wir von der Inkarnation sprechen, dass Gott Mensch wird und zugleich von Kreuz und Auferstehung sprechen. Wo also das ganze christliche Heilsgeschehen gebündelt ist, an diesem Tag wird dieser Dismas gefeiert. Und in einer alten Brevierlesung heißt es, er wurde schon dadurch geheilt, innerlich, weil er auf der Seite des Kreuzes Jesu hängt, wo der Schatten Jesu drauf fiel. Es kommt also alles darauf
an, den Schatten Christi zu erwischen. Das reicht schon. Ein Kölner Kabarettist, liebe Schwestern und Brüder, ein ziemlich böser Knilch, muss man sagen. Und natürlich ein antikirchlicher Knilch. Wie könnte das anders sein, sonst hätte der kein Publikum. Der hat einmal beobachtet und sagt, also das ist natürlich, dieser Typ da am Kreuz auf der rechten Seite, das ist natürlich hochgepokert. Der hat sein Leben lang nicht als Christ gelebt, der brauchte keinen Erstkommunionunterricht, geschweige denn sonntags morgens irgendwo jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Und der hat auch keine Familiengottesdienste über sich ergehen lassen müssen. Das ganze Programm konnte der sich sparen. Im letzten Augenblick hat das erwischt. Ich weiß, das ist böse gesagt, aber eigentlich auf den Punkt gebracht. Auch das ist Christentum. Jetzt denken Sie nicht, ach, das wäre eigentlich eine Alternative. So schnell kommen wir aus dieser Nummer nicht raus. Man kann das nicht planen. Manche, so wie wir, brauchen offenbar ein ganzes Leben, in diesem Schatten Jesu zu bleiben. Aber zum Christentum gehört auch, dass es einigen im letzten Augenblick geschenkt wird. Auch das ist Barmherzigkeit, die wir ein Jahr lang gefeiert haben und die mit diesem heiligen Jahr ja nicht zu Ende ist. Und ich will noch einmal Dietrich Bonhoeffer, jenen großen protestantischen Theologen, zitieren, der gesagt hat, Barmherzigkeit ist keine billige Gnade. Das ist nicht das Sonderangebot des Heiligen Jahres oder das Sonderangebot irgendwo im kirchlichen oder im theologischen Supermarkt. Denn wir können das sehen. Wir vermissen vielleicht in diesem Evangelium, dass Jesus sich dann auf die andere Seite dreht und sagt, ach komm, du hast dich da nicht bekehrt, du willst mit mir nichts zu tun haben, du beschimpfst dich nachher, komm, du kommst auch mit rein. Wir nehmen dich noch mit, wir sind nicht kleinlich. Wollen wir 5 Grad sein lassen. Das, liebe Schwestern und Brüder, wäre billige Gnade, von der das Evangelium nie spricht. Nie. Das Mindeste ist, im Schatten Jesu zu sein. Wir werden sagen, na, das ist wenig. Ja, okay, es ist wenig. Es ist der letzte Augenblick. Es ist wenig. Was ist das gemessen an dem, dass man sich ein ganzes Leben lang abstrampelt und versucht zu glauben und dann macht die Kirche seinem selber noch schwer und wie das alles so ist mit unseren ganzen Kämpfen und Krämpfen, die wir da haben. Ja, man kann das fast nicht vergleichen, aber im Schatten zu sein gehört dazu. Und es gehört dazu, im tiefsten Leid, in einem blutigen, zerschlagenen Gesicht den König zu erkennen. Dieser Verbrecher sagt nicht, ach Jesus, ich bin schwer beeindruckt, weil du jetzt durch dein Leiden die Welt erlöst. Er sagt, gedenke meiner, wenn du in dein Königreich kommst. Er kann in diesem zerschlagenen, blutenden, in diesem sterbenden Mann am Kreuz, er kann den Christus König erkennen. Und er hält sich an ihm fest. Weil er weiß, das, was wir jetzt hier erleiden, all das, was so schrecklich ist und kaum aushaltbar, das ist ein Durchgang, es ist ein Übergang. Es ist nicht der Endpunkt, es ist nicht, wie wir dann manchmal kalkulieren, na, am Schluss stehen wir dann doch noch auf der richtigen Seite und dann ist eh Schluss. Nein, es ist ein Beginn. Es ist der Beginn des Königreiches Christi an diesem blutigen, grausamen Ort. Wir bleiben dort nicht, sondern es geht hinüber in das Königreich. Und immer wieder, liebe Schwestern und Brüder, ich werde nicht müde, es zu sagen, wenn wir sonntags hier sind, wenn wir hier Eucharistie feiern, wenn wir die Sakramente feiern, werden wir hinübergezogen mit aller Kraft, die Gottes Geist in uns entfalten kann. Gerade in der Feier der Sakramente, in dieses Königreich Christi, um uns einen Geschmack zu geben auf das Leben, das wir seit der Taufe schon in uns tragen. Und deshalb ist es auch eine gute alte Tradition, sich dieses Wort des heiligen Dismas zu eigen zu machen. Immer wenn wir dem Evangelium genau zuhören, lernen wir auch zugleich zu beten. Das ist nicht nur was für Sterbende. Wenn man dann erst anfängt, das hat ein Dismas geschafft. Vielleicht müssen wir auch deshalb um Hilfe bitten. Aber wir sollten uns seine Worte zu eigen machen, ein Leben lang. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wir sollten es uns zu eigen machen, so zu beten, wenn wir genau an diesen Orten sind,
an dem Dismas war, in dem wir vor lauter Leid oder auch Blut und Schrecken gar nichts anderes mehr sehen können. Gerade dann soll uns dieses Wort als Gebet kommen. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Denn durch all dieses Leid, durch all den Schrecken, durch all das Blut, durch das Grausame hindurch, sollen wir Christus erkennen. Der Zerschlagene ist, ja, der leidende Gottesknecht, aber zugleich genau darin der König, der Auferstandene, der wahre Herr dieser Welt, der wahre König meines Lebens. Gedenke unser Herr, wenn du in deinem Königreich bist und wenn du mit deinem Königreich kommst, um es hier aufzurichten. Wir gehören dazu, liebe Schwestern und Brüder. Wir sind Teil dieses Königreiches. Und das gibt uns die Kraft, als Christen zu leben und gibt uns die Kraft, barmherzig zu sein.